Hallo Deutschland, ich habe es mir gerade reingezogen, das Interview, Live-Interview, jetzt beim Fahrradfahren, Sarah Wagenknecht, Alice Weidel. Top, enttäuschend, gleich zu Anfang ist ganz klar, die Zuschauerfrequenz hat bewiesen, dass doch sehr, sehr viele Menschen in Deutschland kein Interesse haben an der Politik, aber dass hier knapp unter 100.000 sich das nur angeguckt haben, zeigt, dass Deutschland es immer noch nicht begriffen hat. Ihr müsst, ich war bis 2015 auch uninteressiert, ihr müsst euch endlich für Politik interessieren, weil was hier gerade passiert, ist nicht gut für Deutschland und das merkt ihr ja. Daher zeigt man ein bisschen mehr Interesse und da haben zwei Ikonen, top, Wagenknecht und Weidel gesprochen. Also für mich ganz klar ist hier in Beweispflicht Sarah Wagenknecht. Alice Weidel hat es auf den Punkt gebracht, ja, weil wieder erzählt wurde, die AfD ist rechtsextremistisch und Frau Weidel hat es perfekt erklärt. Rechtsextremistisch sind nur die Altparteien. Ja. Die haben das Grundgesetz gebrochen, mehrmals bei Corona allgemein. Schaffen sie den Rechtsstaat ab. Ja, Asylrecht, alles wird nicht beachtet und das hat alles mit Rechtsextremismus zu tun, weil sie versuchen, den Staat zu verändern, zum Negativen. Also, wäre das doch perfekt, wenn man das ganze Interview gehört hat. Viele Positionen hat man eine große Gemeinsamkeit, die auch sehr, sehr wichtig sind und alles andere ist nur eine Verhandlungssache. Frau Wagenknecht, die können Geschichte schreiben. Ja, und ganz klar den Vorwurf entkräften, der gesagt wird, sie sind der Steigbügelhalter, hat ja auch Frau Weidel gesagt, für die Altparteien. Jetzt können sie ganz klar Geschichte schreiben, indem sie sagen, wir koalieren mit der AfD in Thüringen, Sachsen, Brandenburg und zeigen diesen ganzen Altparteien die rote Karte, die nachweislich Deutschland komplett destabilisiert haben. Das wäre doch mal was, wo die ganze Welt sagt, da findet jetzt wirklich eine Politikwende, ein Politikwechsel statt. Das würde ich begrüßen und feiern. In diesem Sinne hat sehr viel Spaß gemacht, zwei hochintelligente Frauen zuzuhören. Top. Weiter so. Euer Michael Kur von der Werteunion.